Hey, hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Little Nightmares 2. In der letzten Folge haben wir ja den Hammer gefunden und hier drüben neben uns ein paar Kinder schon den Schädel eingeschlagen auf der Suche nach Six. Und ja, hier werden wir jetzt weitergehen und weiter ein paar als Kindermassenmörder hier herumrennen. So, einen haben wir. Oh, der hat uns, verdammt. Und wir werden sicher ein paar Mal sterben, aber hoffentlich nicht zu oft. Da muss ich auch nichts rauscutten. Aber falls ich irgendwann sehr oft sterben sollte, werde ich die unnötigen Tode rauscutten. Aber bis jetzt ging es eigentlich von den Malen, wo ich erwischt worden bin. Zum Beispiel da drüben bin ich ja auch ein paar Mal gestorben. Also es waren glaube ich nur so 5 Versuche oder 6 Versuche. Also solange es unter 10 Versuchen ist, ist es halb so schlimm. Ah, verdammt. Okay. Nein. Ah, verdammt, wir haben sie verklitscht, weil wir gegen den Kasten gehauen haben. Und sie gegen den Kasten irgendwie gesprungen ist und uns nicht erwischt hat. Ich konnte leider nicht nochmal zuschlagen, obwohl sie direkt vor uns war. Ich glaube, wir sollten mehr so seitwärts gehen. Hier so mehr. Okay, die haben wir. Der wird schwer. Ah, dich haben wir auch. Noch jemand? Ich nehme es mit euch allen auf. Ihr seid genau in meiner Größe. Das heißt, ich brauche mich nicht gegen einen größeren anlegen. Ah, da wartet jemand. Verdammt. Der hat sogar uns gechoked. Na warte. Den choke ich auch mal mit meinem Hammer. So, warte, hier kurz links. Ja, ja, kommt ruhig her. So. Er kam hier aus dem Schrank. Hä? Was jetzt? Noch jemand? Oh, okay, ich dachte wieder, das wäre so eine fette Lampe, aber es war nur so... Ich möchte kurz gucken, ob man einen der Spinnen öffnen kann. Nee, scheint nicht gerade irgendwie der Fall zu sein. Okay, gut. Den Hammer nehmen und weiter. Ist das 6? Na warte. Oh, verdammt. 6, guck weg. Oh, mein Hammer würde ich schon gerne mitnehmen. Ey, ihr zwei. Legt euch jemanden in eure Größe an, wie mich. Einen, der einen Hammer hat. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass wir Six, ja. Ich würde ungern das durchschlagen, weil Six fällt dann hinunter. Ich habe Angst, dass sie auf den Kopf fällt. Ah, okay, sie geht so langsam runter. Six. Ist der Hammer gerade kaputt gegangen? Lol. Six, wir haben dich gerettet. Alles in Ordnung? Sag doch was. Sprich mit uns. Sag hi. Hey. Irgendwas. Oh, okay, ihr scheint alles okay zu sein. Sie kann Häuser. Okay. Gut, wir haben Six gerettet. Erfolgreich. Wir haben zwar ein bisschen hier Leichenteile hinterlassen, aber für Six würde ich die ganze Welt ermorden. Okay. Das Brett sieht irgendwie nicht sehr stabil aus. Six, vorsichtig. Ich möchte dich nicht wieder verlieren. Ah, tatsächlich, es geht. Im ersten Teil gab es nämlich auch ein Klavier,
wo man drauf drüber rennen kann. Monotöne. Verstanden wegen Monoton. Ach ja, diese Wortspiele. Oh, müssen wir das Klavier ganz nach oben tragen, also ziehen und dann fallen lassen? Oh, oder es fällt von alleine. Okay. Ich möchte hier kurz nach rechts gucken. Irgendwo eine Mütze oder so? Ne, sieht nicht danach aus. Können wir das, können wir noch immer? Ja, wir können noch immer drüber rennen, okay. Eigentlich würde ich auch gerne da oben stehen, Six. Warte kurz. So, geht schon. Jetzt können wir weiter springen. Springen! Springen! Ich glaube, wir müssen gleichzeitig. Genau. Oh, ich hatte kurz Angst, weil Six gesprungen ist. Dachte ich, sie springt und hält sich da oben fest und wir fallen in den Tod. Puh, Six, mach das nie wieder mehr, okay? Ich hatte kurz Angst, dass wir sterben. Okay. Aha, hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Und hier brauchen wir Six. Dankeschön. Oh oh. Die hat den Schlüssel. Aha. Six ist schlau. Hallo und bye. Ist das? Oh, es ist ein Frosch. Es hat anscheinend ein bisschen an dem Frosch rumgebohrt. Frage ist, müssen wir hier. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Dann wieder durchs Fenster. Oder müssen wir einfach. Oder können wir einfach hier durch? Ah, Six hilft uns. Okay, gut. Ah, na gut, nehme ich eine Waffe mit, wenn wir hier durch können. Erstmal kurz ducken. Keine Sorge, Six, ich beschütze uns beide. Passt du kurz darauf auf? Ich muss kurz hier das öffnen. So, Six. Danke. Lass mich vorgehen. Okay, Six. Leise. Oh, eigentlich würde ich gerne den Hammer haben. Ja, okay. Ich glaube, Six braucht keinen Schutz vor uns. Da wollte ich mal den Helden spielen und dann nimmt mir Six die Arbeit weg. Ach, verdammt. Dabei wollte ich ein Gentleman sein und die Lady und die Dame beschützen. Jetzt beschützt die Dame uns. Gut, aber wie gesagt, ich will den Hammer haben. Das sieht episch aus. Wobei, wir haben Six, wir brauchen eigentlich keine Waffe, aber egal. Damit es gefährlich. Ah, verdammt, wir können nicht mal weiter. Wir müssen die Waffe fallen lassen. Ah, egal. Oder? Achso, wir müssen das rausziehen. Ah, ja, und dann hoch. Leider können wir nicht mit der Waffe springen. Schön wär's. Okay. Muss das echt öfters benutzen, dieses Kamera. Dann sehen wir wenigstens viel weiter nach rechts. Oder können viel weiter nach links gucken. Ich weiß gar nicht, warum ich krieche. Einfach so als Sicherheit. Hier ist nichts. Hier könnte eigentlich ein Fragment oder so sein. Es könnte auch sein, dass irgendwelche Spinde man aufmachen kann. Aber die kann ich alle nicht aufmachen. Dann gehen wir mal weiter nach oben. Ich versuche meine Augen so gut wie ich kann offen zu halten für die Fragmente, die da ab und zu mal rumstehen oder so. Okay, scheint, als müssten wir hier rauf. Hier sehe ich kein Fragment. Ah, Six macht Räuberleiter, okay.
Ah, und wir müssen wahrscheinlich dann von der anderen Seite die Tür öffnen. Oder? Oder. Ah, nee, wir müssen die Kiste hier runterschieben, damit Six das als Leiter benutzen kann. Bitteschön. Oder sie geht einfach den Kasten hoch und wir müssen das nur runterwerfen, damit die nächste den Weg blockiert. Okay. Eigentlich dachte ich, sie schiebt das da dorthin, wo wir hochgeklettert sind, aber so geht's auch. Six ist nur, nicht nur stärker als wir, sondern auch schlauer. Gut zu wissen. Also wir sind der dumme Begleiter. Verstehe. Oh, die Lehrerin. Nur bewegen, wenn sie spielt. Ich glaube, das sollen wir machen. Beeil ich etwa Six? Spring? Achso, ich muss sie hochziehen. Verstehe. Oh, macht sie jetzt einen Luftangriff auf sie? Ich glaube, wir müssen hier auf die Kiste neben uns und dann hoch zu Six springen. Ich finde es gut, dass die Lehrerin so abgelenkt ist, aber gut, wenn man gerade ein Lied komponiert, hat man halt seinen Fokus darauf. Ach nee, gar nicht. Ach, ich weiß schon, was wir machen müssen. Wir müssen den Kasten da nach ganz links schieben und dann wieder zurückklettern. Nein! Ah, verdammt! Ich konnte den Kasten kurz nicht schieben. Jetzt hat sie uns bemerkt. Okay, wir spawnen hier. Wir können ja dabei ein bisschen drehen. Ich weiß nicht, wie lange die Melodie geht, die sie da spielt, und ich habe ein bisschen Angst, deswegen warte ich kurz. Aber wir haben ja Zeit. Oh, okay, ich dachte, sie hört kurz auf, aber jetzt können wir kurz warten, weil sie müsste gleich aufhören. Jeden Augenblick. Genau. So. Schieb, kleine Mono. Ach, geschafft. Und spiel weiter. Hallo Six, ich bin auch da. Oh. Nein, Six, schnell. Lauf, Six. Kümmere dich nicht um mich. Ich bin nur... Oh. Ich halte dich nur auf. Lauf schneller, Mono. Oh oh. Verstecken.
Wir haben es geschafft. Hallo? Ah, okay. Six guckt erstmal nach, ob die Lage sicher ist. Oh oh, ich glaube, Six ist kalt. So, endlich. Six nicht. Keine Sorge, ich wärme dich auf. Hier, eine Blechbüchse, vielleicht hilft das. Ich gucke kurz. Aha. Cool. Als ob hier nichts ist. Na egal, gucken wir mal weiter. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Aha. Gucken wir mal da weiter. Hier gibt es auf jeden Fall eine Schaukel, aber ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Sieht zu aus. Schade. Hier rüber kommen wir auf jeden Fall nicht. Kommen wir hier irgendwie rüber? Ja, theoretisch hier. Ja. Nee, nicht wirklich. Oder? Kommt Six zu uns auch hoch? Also hier an den Zaun kann ich nicht hochklettern. Das heißt, Six wird wahrscheinlich nicht hoch zu uns kommen. Okay. Gib mir dein Patschhändchen, Six. So. Wir müssen nämlich hier lang. Da habe ich nämlich was gesehen. Vorsichtig, Six. Okay, sie gehen einzeln, gut verständlich. Zusammen wäre das Brett vielleicht ein bisschen zu schwer. Ja, eigentlich können wir normal gehen, so wie Six. Aber ich laufe ein bisschen rüber. Ist zwar schön hier die Aussicht. Und diese schiefen Häuser, aber möchte nicht zu lange im Regen stehen. Hier hängen Schuhe. Schön. So ein Fragment habe ich bis jetzt nicht gesehen. Können wir den Hut nehmen? Bitte sag ja, bitte sag ja. Nein? Oh, schade. Oder ist er einfach gerade nur nicht in der Lage, den aufzuheben? Ich hoffe, den können wir nicht nehmen. Nee. Ah, oder? Kann ich ihn da so... Ah ja, okay, Six schiebt mit uns. Gut. Hier sehe ich nichts. Kein Fragment oder so. Okay, sehr seltsam. Die Fragmente sind hier auch nirgends zu sehen. Jetzt hier rüber. Und dann... Aha, hier? Nee. Noch weiter schieben vielleicht? Ne, weiter schieben können wir nicht, weil da der Stein im Weg ist. Oder muss ich den Stein hier weg? Ne. Okay. Das kann ich nicht schieben, oder? Ne. Da klettert er nur hoch. Hier kann ich auch nicht. Ich kann hier hoch. Das bringt mir nichts. Okay. Seltsam. Ha.
Ja, ich würde gerne da am Rand stehen, aber er springt immer raus, also runter. Six, was müssen wir machen? Und warum habe ich keine Stimme gerade? Den Fernseher kann ich nicht schieben, weil Mono klettert sofort hoch. Okay, er klettert nicht sofort hoch. Aber schieben kann ich ihn trotzdem nicht. Muss ich den Fernseher in die Richtung schieben? Nee. Dann muss ich den Fernseher so schieben? Auch nicht, nee. Ah, wir müssen da rein. Ah, damit das zugeht. Ah. Klar. Warum komme ich jetzt erst da drauf? Ah. Dumm. Jetzt wieder hier hinschieben. Dann können wir hier rauf. Und hier rüber. Kann ich auch hier theoretisch? Ja. Nee, okay. Also wir können hier hoch, aber wir können nicht uns hochziehen. Ach, Six, du hättest ruhig oben bleiben können. Ich wäre eh gekommen. Keine Sorge. Ich verlasse dich nicht. Oh, das ging sich gerade aus. Bin echt immer wieder überrascht, wie weit unser Charakter springen kann. Ein Bütchen. Ich hoffe, das endet nicht wie ein S. Ah, ist auch ein Fragment. Oh, vielleicht ist das ein Hut, das Boot. Ne. Ja, wäre aber auch ein cooler Hut, um ehrlich zu sein. Okay, ich kletter jetzt gerade mal hier irgendwie hoch. Okay, hier komme ich nicht weiter. Komme ich hier hoch? Ja. Aufs Paket, genau. Ne, ich glaube, hier wird nichts sein. Nehmen wir mal das Bötchen mit. Wenn hier ein Clown gleich rausguckt und Hello Georgie sagt, dann sagt mir Bescheid. Denn dann schrei ich rennend weg. Ist das der Regenmantel von Six? Zieht sie den an? Ja, tatsächlich. So hat Six also ihren Regenmantel bekommen, ha? Verstehe. Echte Farben. Cool. Gib Patschhändchen. Aber bitte friss mich nicht. Danke. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Cool. Jetzt sieht Six wieder wie Six aus. Und noch richtig cool dazu. Ah, Räuberleiter. Ich muss auch zugeben, der Regenmantel lässt sie schlanker wirken, irgendwie habe ich das Gefühl. Vielleicht soll ich auch öfters mit einem Regenmantel rumrennen. Wenn der wirklich einen schlanker wirken lässt. Kappa. Okay. Hier sehe ich nicht wirklich was, dann können wir ja weitergehen. Okay, hier ist ein Fernseher. Kann ich da irgendwas machen? Nein. Kann ich hier hoch? Ah, okay, Six hilft uns hoch. Den Fernseher runterwerfen, damit sie hochklettern kann? Nein. Aber hier rüberspringen. Ah, und das von der. Ah, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Ups, hier wollte ich. So. Sesam, öffne dich, bitteschön, Six. Extra nur für dich. So, ich vergesse immer, dass ihr da unsere Hilfe braucht. So. So.
Okay. Ein Verband. Ein blutiger Verband. Das sieht schon fast aus, wie als wären hier, als würden hier jetzt ein paar Kinder kommen. Ich mag solche großen Plätze nicht, vor allem nicht in Horror-Games. Okay, irgendwo irgendwas, was man aufsammeln könnte. Ich sehe gerade nichts. Vielleicht da hinten auf den Haufen. Da würde ich mal kurz gucken. Ich bezweifle, dass da was ist. Sieht man auch so schlecht. Ich glaube, ich müsste echt ein bisschen die Helligkeit höher stellen. Six, kommst du? Gib mir dein Patschehändchen. Oi, okay, gut. Ich glaube, Six war gerade ein bisschen in den Stufen verbuggt. Gut unterrichtet. Cool. Uh-oh. Wirkt so, als wären wir in einem Krankenhaus. Oder eine Irrenanstalt könnte auch sein. Da ist jemand in Rollstuhl. Ich hoffe, die Zellen bleiben zu. Kann ich hier irgendwas aufsammeln? Nee. Okay. Ziemlich viele Verbände liegen rum. Puh, danke, Six. Hier scheint wohl ein bisschen Parkour in Frage zu kommen. Okay. Six zeigt uns, wie es geht. Jetzt dürfen wir nicht einen Fehler machen, sonst wäre das mega peinlich. Es war kein Fehler, es war gewollt. Ich wollte spannend halten. Ja. Okay, das haben wir geschafft. Weiter nach oben. Six ist wahrscheinlich schon am Ende. Ne, da ist sie. Die rennt da links, rechts, alles klar. Six, ja, wir kommen schon. Entschuldige, das würde dich langweilen, weil wir so lange brauchen zum Klettern. Sind halt nicht so ein super Talent wie du. Okay, da ist ein Knopf. Soll ich den einfach mal drücken? Okay, den können wir nicht drücken. Gut, Gott sei Dank. Ist auch nur eine Sicherung, glaube ich. Ich weiß, was hier auf uns wartet, deswegen nicht so durchlaufen. Aha. Hier fehlt eine. Deswegen ist es hier dunkel. Frage ist, muss ich die von da rausnehmen und da reintun oder was haben die sich dabei gedacht? Oder liegt hier irgendwo eine? Ich sehe hier nur Verbände und Medikamentenverpackungen. Okay, ich kann hier hochklettern. Hat niemand gehört? Hier kann ich wahrscheinlich auch hoch. Okay, Six rennt auch da drauf. Ja. Okay, hier können wir uns verstecken. Die Frage ist, wo ist die Sicherung, die wir brauchen? Ich sehe sie gerade nicht. Das könnte echt sein, dass wir die da rausnehmen müssen. Ah, ja. Okay. Ah, okay, da. Das geht dann zu und die Tür geht dann auf. Verstehe. Da würde ich mal sagen, Sesam, öffne dich.
Und Six, sicher? Gib mir dein Patschehändchen. Six? 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 Ah, okay. Okay. Aber ich glaube, ich mache hier einen Cut, bevor wir hier in den Aufzugsschacht hineinspringen. Ja, und wir haben ziemlich viel erreicht. Wir haben Six wiedergefunden. Wir haben die Lehrerin überlebt. Und jetzt sind wir im Krankenhaus und müssen das Level hier überleben. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir ein Doktorproblem haben. Aber ich weiß nicht mehr, wie der aussieht, der Doktor. Und ich weiß nicht, was er macht. Daher bin ich sehr gespannt auf das Level und ja, ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis zur nächsten Folge. Ciao.